Herzlich willkommen. Wir befinden uns mitten in der Arbeit Provisional Studies Workshop Number 7, How to Live Together and Sharing the Unknown von Koki Tanaka. Entstanden ist diese Arbeit im Zusammenhang mit den Skulpturprojekten 2017. Sie war Teil dieser Ausstellung im Sommer 2017 auch zu sehen. Allerdings nicht hier im Museum, sondern in der Johannesstraße 18, hier ganz in der Nähe im Egidimarkt. Ein Ort, mit dem sich diese Arbeit auf jeden Fall auch beschäftigt und der den Künstler dazu inspiriert hat, diese Reihe von Workshops zu machen. Es bestand aus einer Reihe von Zusammenkünften von einer Gruppe von 8 Leuten aus Münster, Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft, die der Künstler vorher gecastet hatte und die sich zusammengefunden haben, um mit ihm und seiner Crew dieser Frage, wie leben wir zusammen, wie kann man zusammenleben, nachgegangen sind. Eine zentrale Stelle dieser Arbeit, die hier nun im Nachgang der Skulpturprojekte in der Sammlung reinszeniert ist, zusammen mit dem Künstler und der Kuratorin Dr. Marianne Wagner, hier quasi neu zusammengesetzt wurde, eben aber auch in unmittelbarer Nähe zum Egidimarkt. Also man kann aus diesem Raum heraus den Egidimarkt tatsächlich auch sehen durch die Fenster des Museums, sodass dieser Verbindung auch gegeben ist. Ein zentraler Ort ist dieser Tisch mit den ganz verschiedenen Stühlen, der schön sinnbildlich dafür steht, dass verschiedene Menschen zusammenkommen, um mit ihrer ganzen Identität und über Kommunikation vor allen Dingen miteinander Zeit verbracht haben in einer Art Ausnahmesituation. Im Hintergrund sieht man ein Bild, das das unterste Parkdeck der Tiefgarage am Egidimarkt zeigt. Und was wenige Münsteraner tatsächlich wissen, ist, dass dieses Parkdeck ehemals ein ABC-Schutzbunker gewesen ist. Also bis 2016 einschließlich war das ein voll funktionsfähiger ABC-Schutzbunker mit Strahlenschutztüren, mit Depots für Trockennahrung, für Gasmasken, Stromgeneratoren, Trinkwasser etc. Und dieser Ort hat den Künstler irgendwie fasziniert. Nicht nur dieser Bunker, sondern der Egidimarkt als zentraler Ort in Münster ausgewählt für einen solchen Bunker. Wir haben die Volkshochschule am Egidimarkt, Supermärkte, Wohnungen. Es ist ein Ort mit ganz verschiedenen Facetten. Und so bot sich an, dieser Frage des Zusammenlebens unter ganz besonderen Bedingungen genau hier nachzugehen. Man kann verschiedene Aufgaben sich anschauen, die der Künstler den Teilnehmern dieses Workshops gegeben hat im Laufe der Zeit. Da sind ganz spannende Sachen dabei, wie zum Beispiel Pray to all the gods in the world. Betet zu allen Göttern der Welt, brush someone else's teeth, jemandem anderen die Zähne putzen. Also man sieht hier schon, welche verschiedenen Facetten des Zusammenseins Koki Tanaka hier beleuchtet hat. Einzelne Filme, zum Teil in separaten Räumen oder an Screens, zeigen verschiedene Gesprächssituationen dieser Workshops, zum Teil gemeinsames Kochen, wie die Protagonisten tatsächlich Gerichte aus der Nachkriegszeit gekocht haben. In den 70er Jahren ist es unter anderem Joseph Beuys, der den Begriff der sozialen Plastik geprägt hat. Menschen, die zusammenkommen und Kunst gemeinsam entstehen lassen auf verschiedenste Art. Also es gibt ganz verschiedene Stellen, an denen man hier eintauchen kann. Ziel ist es, sich Zeit zu nehmen, diesen Raum wahrzunehmen, in die einzelnen Filme einzutauchen und sich vielleicht wirklich einmal darauf einzulassen, was es bedeutet, mit verschiedensten Menschen an einem Ort zu sein und eine bestimmte Zeit miteinander zu verbringen.